Alle 14 Tage findet in Hamm der traditionelle Pferdemarkt statt. Heute standen 158 Pferde zum Verkauf und Thorsten Weißner war mitten unter ihnen. Das Angebot reicht vom edlen Reiterpferd übers Pony bis hin zum Nutztier. Bevor jedoch ein Pferd angeboten werden darf, wird es von einem vereidigten Tierarzt auf Herz und Nieren geprüft. Sollte es krank sein, muss es das Gelände an den Zentralhallen umgehend verlassen. Erst wenn das Tier kerngesund ist, geht es an den Verkauf. Und dieser Verkauf läuft dort ein wenig anders als gewohnt, aber höchst traditionell ab, schmunzelt Zentralhallenchef Heinz Hilse. Wie man das also erlebt mit Handabschlagen, mit Weggehen, mit Zurückholen, all diese Dynamik im Verkauf ist vorhanden. Es gibt ja keinen Vertrag im eigentlichen Sinne, sondern der Handschlag gilt dann als Vertrag, wie das traditionell bei Pferdehändlern üblich ist. Und diese Tradition bringt es mit sich, dass auf dem Hammer Pferdemarkt gefeilscht wird, was das Zeug hält. Da gibt es auch viel Pokern von beiden Seiten, vom Händler, vom Käufer. Man weiß, der Händler will verkaufen, der Käufer kauft sehr spät. Also es ist ein langes Hin und Her, also es wird nicht einfach so gekauft und das ist ja auch richtig. Übrigens, Heinz Hilse weiß sogar Bescheid, wann der beste Zeitpunkt ist, ein Pferd zu kaufen. Und die richtigen Verkäufer, das heißt also, wenn es knapp wird, die werden so 12, 13 Uhr gemacht, wenn der Verkäufer sein Pferd verkaufen will und der Käufer Geduld gehabt hat zu warten. Tja, die Pferdekäufer sind schon ein ganz eigenes Völkchen. Das hat auch die Küche an den Hammer Zentralhallen längst bemerkt. Denn anders als an anderen Tagen wird alle 14 Tage während des Pferdemarktes immer das Gleiche gewünscht. Eiswein, Sauerkraut, Püree, deftige Hausmannskost, wie man es so kennt. Und auch bei Getränken sind die Pferdenarren relativ einseitig. Bier und Schnaps. Bei solch einer deftigen Küche müsste es doch eigentlich allen auf dem Pferdemarkt gefallen haben. Aber während des heutigen Ferienpferdemarktes war die Meinung der Besucher eher gemischt. Auf dem Pferdemarkt ist kein Ort, außer Schlachtpferde zu kaufen. Für Reit- und Nutzpferde, denke ich, ist das einfach die falsche Adresse. Ich bin immer überrascht, welche Pferde hier überhaupt angeboten werden. Und ich würde auch auf dem Pferdemarkt ein Pferd kaufen. Ja, kann man, mag, muss man nicht.